Hey ho, obligatorische Wurstsemmel und Kaffeebrotzeit nach dem Schaffen. Und ja, heute Mittwoch der 14. Die erste frohe Nachricht oder gute Nachricht ist, Montag kommt die Grillkota. Ja, gut. Heißt für mich etwas früher aufstehen, etwas früher arbeiten anfangen, dass ich dann ja etwas früher aufhören kann, dass ich dann auch filmen kann, wenn sie kommt und abgeladen wird. Dann seht ihr auch gleich mal, wie sowas transportiert wird. Gut, das nächste, was mache ich heute? Ich kann es einfach nicht sein lassen, ich muss irgendwas tun, muss ja vorangehen. Jetzt entweder kommt der Kollege heute mit dem Minibagger, er hat einmal gesagt, das ist ein Minibagger, und verteilt den Schotter, dann helfe ich natürlich damit. Und ansonsten gehe ich hinter, räume das Eck auf und tue das Leerrohr weiter verlegen. Ja, das ist jetzt der Plan nach der Brotzeit. So, also jetzt haben wir es gleich 10 nach 6. Ich warte jetzt noch wieder auf ein frisches Tässchen Kaffee. Hinten das Eck ist aufgeräumt, so dass ich als nächstes die Flex rausholen kann und weiter durchflexen kann. Ja, und ich zeige euch noch das Eck, bevor ich es aufflex. Unglaublich, was ich im Laufe der Jahre so ansammeln kann, aber jetzt ist alles weg. Also, ich gehe jetzt hier hinter, hier dann wieder in der sanften Kurve hoch. Wenn ich hier vorne jetzt dann rauskomme, ist es mir relativ wurscht. Dann betoniere ich einfach das Kopf. Danke fürs Gespräch, Affen. Geht's noch? Na, das war der letzte. Ha, gut, Sacramenti, Vollpfeifen. Ja, wenn ich, wie gesagt, wenn ich hier vorne rauskomme, ist mir das auch relativ wurscht, weil dann betoniere ich das Eck zu. Ich muss hier sowieso noch ein bisschen auflegen, weil hier sind wir viel zu tief. Und das werde ich auch irgendwann einmal machen. Gut, dann hole ich jetzt die Flex raus und leg los. Ja, ich bin am Aufmeißeln. Das eine Stück ist wieder sehr dünn. Hier habe ich ein ganzes Stück, wo sehr dick ist. Ja, da haben wir irgendwas anderes mal noch zu betoniert. Muss ich halt mit dem Meißel arbeiten, aber leider klaut mir der David gerade mit dem Reifen montieren die ganze Luft. Also muss ich jetzt warten. Aber es geht voran. Ach so, ja, hier liegt schon die Schalung. Müssen wir dann bloß noch zusammensetzen. Genauso dick wird die Betonschalung. Und natürlich kommt eine Bewerbung, nein, Stahlmatten, die haben wir noch zur Genüge hier. Ja, das wird dann, wenn eben planiert ist, wird die Schalung da hinten aufgestellt, wird ausgegossen, ausbetoniert. Ja, und dann darf sie erstmal trocknen. Und dann wird eventuell dann auch noch der Schotter so, ja, leicht in ein bisschen Höhe Schalung geführt, dass man den Beton nicht sieht. Ich hoffe, ihr könnt euch jetzt ein bisschen mehr drunter vorstellen. Und also wenn die 20 cm dann mit der Stahlmatteneinlage nicht reichen, dann reicht sowieso nichts mehr. Wir waren auch schon am Überlegen, ob wir bloß ein paar Pflastersteine unterlegen und das Holzgestell. Aber ich habe gesagt, nee, ich möchte lieber ein Betonfundament haben, noch zusätzlich. Und das reicht dann auf alle Fälle. Hatschepü. Leute, ich sag's euch, das war jetzt ein Drama, hier noch das Kabel rein zu bringen, weil hier in der Fläche, das war wirklich ein dicker Hund. Aber ich habe es geschafft. Das reicht mir so aus. Dadurch, dass da bloß der Bulldog da drin ab und zu mal drüber fährt, reicht es vollkommen aus. Hier, wie gesagt, eine leichtere Schräge betoniere ich einfach hier jetzt zu. Ist mir wurscht. Machen wir halt hier so eine Ecke rein, das zu ist, und Arschlecken fertig. Ja, also ich rühre mir jetzt das Zeug an und ja, etwas flüssiger als gestern, und dann batche ich das Zeug noch zu, und dann ist es für heute auch schon gut.
Ja, und wenn das gemacht ist, zeige ich es euch nochmal und dann wird nochmal ganz kurz gequasselt. Jo, das Ganze ist jetzt auch zugeschmotzt und zugebatzt. Mir ganz egal, das Eck. Entweder stehe ich sowieso bloß den Holzstotz wieder davor oder gar nichts. Hier habe ich auf alle Fälle dann wieder den Parkplatz für meinen Anhänger. Wunderbar. Endlich Ordnung. Und vielleicht tue ich ja die ganze Fläche, weil die fällt nach hinten ein bisschen ab. Wirklich noch ein Fließestrich oder wie das heißt drüber. Und ziehe nochmal einmal komplett drüber. Ist auch noch möglich. Ja. Den Rest habe ich noch da was mit hingeschmotzt, da noch was hingeschmotzt. Ja, und da hinten unten in der Wand habe ich auch noch ein Loch zugemacht. Gut, dann gehen wir noch kurz vor und quaken noch ganz kurz. Also, das mit dem Strom ist jetzt soweit erledigt, mit dem Leerrohr. Ich hole mir da natürlich noch so eine Einziehlitze, ganz klar. Würge ich mich nicht damit ab. Und ja, was soll ich sagen mit dem Stahlrohr? Es hatte mir einfach irgendwie dann doch nicht gefallen. Und deswegen jetzt so. Gut, wir hier in Bayern haben ja morgen Feiertag. Hehe. In Baden-Württemberg müssen es schaffen. Vielleicht fahren wir morgen zum Shoppen. Vielleicht schnappe ich mir den Holz vom Tod und genau von Tu weiter einpinseln. Vielleicht setze ich oben noch den Balken. Wie gehabt. Ich weiß es noch nicht. Wir werden sehen, was der morgige Tag bringt. Also Leute, ansonsten bis Freitag. Oder eben bis morgen. Wir werden sehen. Hilft ja nichts. Ciao.